In der Leistungselektronik interessiert häufig auch das dynamische Verhalten der Wärmeentwicklung. Das heißt, unser bisheriges Modell, dieses statische thermische Ersatzschaltbild, ist eigentlich nur gültig für die Mittelwerte der Verlustleistung, das heißt konstanten Verlusteintrag. Wollen wir aber das dynamische Verhalten beschreiben, müssen wir jetzt die Wärmekapazitäten mit berücksichtigen. Das heißt, was wir anschauen werden, wir haben so Blöcke in unserem Aufbau von dem Leistungshalbleiter, das könnte jetzt der Kühlkörper sein, können aber auch eine Zwischenschicht sein, wie zum Beispiel das Gehäuse oder so. Nehmen wir an, das ist hier so wieder so ein Quader. Hat jetzt ein gewisses Volumen V, das heißt hier irgendeine Rundfläche A und eine Dicke D. Dann hat dieses Material, beziehungsweise dieser Materialbereich an dieser Stelle die Fähigkeit, eine gewisse Wärmeenergie zu speichern. Das heißt, wenn hier oben eine Verlustleistung eintritt, beziehungsweise ein Wärmestrom, wird hier an der Stelle das Material Energie speichern, Wärmeenergie speichern, und durch diese Wärmespeicherung wird die Temperatur jetzt nicht beliebig schnell zwischen den beiden Randbereichen zunehmen. Und das ist sozusagen die wesentliche Eigenschaft der Wärmekapazität. Diese beschreibt jetzt sozusagen als Netzwerkelement, wie sich dieser Effekt, den wir hier dargestellt haben, in unserem thermischen Ersatzschaltbild modellieren lässt. Das kann man sich am besten so vorstellen, also als Anschauungsbeispiel aus dem Alltag. Stellen Sie sich vor, Sie stellen einen Topf auf den Herd, füllen jetzt in diesen Topf Wasser, ein paar Liter Wasser, kaltes Wasser aus der Leitung, vielleicht 10 Grad warm oder so, und dann stellen Sie an der Stelle sofort den Herd auf volle Leistung an die Herdplatte. Was wird passieren? Tatsächlich, durch das Anstellen wird jetzt eine Wärmeleistung entstehen, die wollen Sie auch haben, um Ihren Wasser zu erwärmen, zum Kochen zu bringen. Wenn Sie aber jetzt die Hand im ersten Moment in das Wasser reintun, werden Sie feststellen, dass die Wassertemperatur natürlich noch identisch ist, wie es aus dem Wasserhahn gekommen ist. Dieselbe Temperatur. Und das ist sozusagen der Effekt der Wärmespeicherung. Es muss erstmal eine gewisse Zeitdauer, eine Verlustleistung, sondern ein Wärmestrom in ein Medium rein, bis sich das erwärmen kann. Und erst dann nimmt die Temperatur zu. Das heißt, die Wärmekapazität beschreibt das Wärmespeichervermögen eines, nennen wir es hier mal, Materialblockes. Das heißt, irgendeines Raumvolumens, das aus einem Material besteht, irgendein Volumen V hat hier in dem Fall Dicke mal diese Grundfläche. Und wir können dann sagen, wenn wir das Volumen V definiert haben, die Wärmekapazität ist sozusagen ein Maß dafür, für den Quotienten aus der zugeführten Wärmemenge geteilt durch die Temperaturerhöhung über diesem Volumenelement. Das heißt, tatsächlich kann ich hier zwei Temperaturen definieren, hier Theta 1, hier unten Theta 2, und der Quotient aus zugeführter Wärmemenge geteilt durch die Temperaturerhöhung, die Differenz hier, die wir dort haben, das wird beschrieben durch die thermische Kapazität Cth. Die kriegt jetzt dann das Netzwerksymbol hier einer Kapazität, Bezeichnung Cth. Das ist an dieser Stelle die Wärmekapazität oder thermische Kapazität. Und die beschreibt an dieser Stelle, dass jedes Material eine gewisse Wärmemenge speichern kann und erst dann sich die Temperatur erhöht. Das heißt, jedes Material speichert erst eine gewisse Wärmemenge, bis sich dann die Temperatur erhöht. Tatsächlich, natürlich wird das hier ein fortlaufender Prozess sein. Das heißt, die Temperatur wird hier nicht schlagartig ansteigen, wenn dort eine gewisse Wärmemenge drin ist, sondern langsam allmählich ansteigen. Wir beschreiben das jetzt als dieses Netzwerkelement, hier dieses Bauelement Cth. Das heißt, im thermischen Ersatzschaltbild haben wir dieses Symbol der Wärmekapazität. Das heißt, wenn wir jetzt hier einführen den Wärmestrom, der da durchfließt, hier ein PV von T und den Temperaturabfall, hier ein Theta von T über diesem Wärmeelement, das wird dann gelten in diesem Ersatzschaltbild. Theta von T ist an dieser Stelle das 1 durch Cth mal das Integral von 0 bis zu unserem Betrachtungszeitpunkt T über PV von Tau dTau plus an dieser Stelle den Anfangswert der Temperatur zum Zeitpunkt 0. Das ist sozusagen die Anfangstemperatur. Das ist also die Temperatur, auf die dieses Material in Anführungszeichen aufgeladen ist oder die dieses Material hat, bevor dieser Erwärmungsvorgang, diese zusätzliche Verlustleistung, der Wärmestrom dort drin entsteht. Wenn wir das jetzt umformen, könnten wir das jetzt hier auch sozusagen ableiten auf beiden Seiten und umstellen, und dann würden wir rauskriegen, es gilt genauso, PV von T ist an dieser Stelle Cth mal dTh
nach dt, und da sieht man sehr schön diese Analogie zur elektrischen Kapazität. Das heißt hier wieder Strom ist Kapazität mal hier Potentialänderung, hier in dem Fall aber die Temperaturdifferenz, die Änderung der Temperaturdifferenz über diesem Bauelement. Jetzt müssen wir noch kurz eine Sache klären, wie berechne ich das jetzt aus diesem Volumenblock? Tatsächlich können wir die Wärmekapazität, den CTH, berechnen, wenn wir die Geometrie kennen. Wir brauchen eigentlich bloß die Masse des Blockes und die spezifische Wärmekapazität. Das heißt, hier an der Stelle, die Wärmekapazität berechnet sich aus der Geometrie wie folgt. CTH ist an dieser Stelle C mal m, wobei C die spezifische Wärmekapazität ist, beziehungsweise, wenn wir die Masse ausdrücken, durch Volumen und die Dichte können wir hier auch schreiben, das ist C mal Rho mal V an dieser Stelle, wobei jetzt hier C die spezifische Wärmekapazität ist als Materialeigenschaft und die Einheit CTH die Wattsekunde ist und C die Einheit hat Wattsekunde pro Kilogramm. Was bedeutet nun die Wärmekapazität für Schaltungen in der Leistungselektronik oder allgemein für die Leistungselektronik? Zum einen, das erste, ein Temperaturanstieg wird gehemmt werden, wenn wir eine Verlustleistung in ein Bauelement bringen oder in ein Bauteil. Das heißt, bei Verlustleistungseintrag wird dieser Temperaturanstieg gehemmt. Das ist die erste Sache, die wir sozusagen feststellen können. Dann das zweite, was wir dann auch gleich sehen werden, diese Wärmekapazität CTH beschreibt dann das dynamische Verhalten der Erwärmungsvorgänge in unserem thermischen Ersatzschaltbild. Das heißt, durch Hinzufügen dieser Kapazität können wir zusammen mit den thermischen Widerständen uns anschauen, wie sich sozusagen bei zeitlich veränderlicher Verlustleistungszufuhr oder Verlustleistungsentstehung die Temperaturen ändern. Und daraus ergibt sich ein wichtiger Zusammenhang für die Leistungselektronik, wo man oftmals sozusagen ein System optimieren kann. Kurzzeitig sind höhere Verlustleistungen möglich. Das heißt, kurzzeitig können wir höhere Verluste in einem Bauelement erzeugen, als das im statischen Betrieb zulässig wäre, weil die Wärmekapazität an dieser Stelle verhindert, dass wir eine sehr, sehr schnelle Temperaturerhöhung kriegen. Hier muss man aber vorsichtig sein. Achtung, man darf natürlich trotzdem das Bauelement nicht überlasten. Das heißt, wir müssen die Safe Operating Area des Bauelements beachten. Es nutzt natürlich nichts, wenn ich sozusagen zwar noch nicht an dieser Stelle die zulässige innere Temperatur überschritten habe aufgrund der Wärmekapazitäten, aber aus Versehen trotzdem zu hohe Spannung angelegt habe oder einen zu hohen Strom, den man in die Zuleitung nicht verträgt.